Ja, Leute, wir sind beim, ja, wir sind wieder bei Super Mario World 2 und wir haben es endlich geschafft, weiterzukommen und jetzt sind wir, glaube ich, gerade in einem Geheimlevel. Nein, ich weiß es gar nicht. Ich glaube eher nicht, weil dazu habe ich nicht die nötigen Skills, um in einem Geheimlevel zu kommen. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt an, kann man landen. In irgendeinem coolen Level. Na, glaube ich jedenfalls, ich bin mir auch nicht sicher. Ah, da kriegst du Geld. Wahrscheinlich ist das nur irgendein ganz normales Level. Nein, jetzt ist meine Flugmütze weg. Nein, und ach, kacke. Wahrscheinlich ist es nur ein normales Level, aber lasst mir jetzt die Freude und schreibt nicht in die Kommentare, dass es kein Special Level ist. Du wirst auch mal was geschafft haben. Genau. Juhu, ein Stern. Was kann ich mit dem machen? Essen. Sterne isst man. Wie immer. In Mario. Ey, was soll ich hier jetzt machen? Ach so, dafür brauche ich den großen Mario. Hä? What the hell? Ich gehe einfach mal wieder raus hier. Wo sind wir denn hier gelandet? In der Höhle. Mario Zone. Da hattest du mal deine Chance mit einem Special Level. Ja, ich hatte wieder nur den kleinen Mario. Immer Mario die Schuld geben, der kann ja auch nichts für, ne? Achso, ich habe am Anfang mich vertan. Wir sind nicht beim Let's Play von Super Mario World 2, sondern beim Let's Play Together von Super Mario World 2. Ja, ist doch beides dasselbe. Mit du spielst, du failst. Ja, ja. Spielst du das? Komm, okay, ich mach jetzt Angebot. Wir machen Let's Battle. Battle? Ja, Let's Battle. Weißt du, was ist? Ungefähr. Zwei Let's Player duellieren sich und gucken, wer zuerst, also wer am schnellsten das Spiel durchgespielt hat. Ja klar, da muss ich ja alles doch mal aufholen. Einholen. Also, wir fangen einfach neu an. Ja klar, da musst du mir eben Link, ja. Ja, das machen wir jetzt. Oh nein, gleich nach der Aufnahme, aber du wirst sowieso gewinnen, aber kack. Scheiß drauf. Ja, ich bin ja auch natürlich ein Mario Skill Profi immer doch. Nichts. Warte, ich hole eben Notebook. So Leute, und jetzt ich mache jetzt mal auf ein Let's Race Super Mario World 2 together oder auch nicht, weil jetzt ist er gerade ein Notebook holen, dann kann ich jetzt mal hier durchwaschen oder es versuchen und das nenne ich jetzt mal kurz Let's Race, aber es bleibt nicht ein Let's Play together und ich kann sowieso nicht durchwaschen durch Retro-Spiele, weil es erstens viel zu schön ist und zweitens bin ich viel zu schlecht und habe viel zu wenig Skills, aber das passt jetzt nicht zum Thema. Hallo. Yay, ich hab's. Bin What the hell? Moment, so Leute, ich muss mal ganz kurz den Cut machen und ich hab mal gerade was zu kurz zu. Ne? Hi. Und das bist du und du. Ja. Warum geht immer dieses Kack-Audio-Teil zurück? Warum nicht? Scheißegal. Also. Bitte den Link von dem Mario. Ja, das machen wir gleich. Nach dem Let's Play. Nur, das ist ja irgendwie komisch. Nein, da habe ich ein Let's Play Together und ein Let's Battle zu Mario World 2, aber egal. Okay, ich sag dir dann immer, wo ich bin, ne? Boah, warte mal. Oh, nee, jetzt nicht noch einmal alles hier. Nein! Na hey, jetzt bin ich wieder runter durch den Speedtag. Nein, der Speedtag ist so kacke, ich bin schon wieder unten. Nein! Deshalb haben die den noch eingebaut, weil er kacke ist. Nur, ich glaube, ich weiß nur nicht, wie man den richtig dosiert. Nein! Oh, weißt du was? Ich glaube, ich freue mich sogar schon etwas auf das Battle. Du meinst auf deine Niederlage? Du ich weißt das. Die Niederlage, ne? Ich streng mich gerade noch gar nicht an. In echt bin ich voll der Mario-Skiller und ich bin so ein übelster Pro-Gamer in Mario World 2.
Du willst nur, dass das Projekt mehr Parts hat, ne? Genau. Nein. Zeit hinauszögern. Okay, jetzt habe ich wieder diese erste Hälfte oder was das hier sein soll. Weil so ein Schnitt im Level ist irgendwie. Nein, es hat echt 3D-Elemente, das Spiel ist ja echt fortschrittlich. Nein, ich bin runtergefallen. 3D-Effekte ohne Brille. Cool. Was ist das? Nein. Soll man ja, da aber das Problem ist, ich spiele das ja. Ich meine, du weißt ja, wo jeder Jodo Hitler ist, wo jeder Sperma-Geist ist oder so, ne? Für Leute, die jetzt gerade das erste Mal das Let's Play angucken, ist das schon sehr amüsant. Weil die nicht wissen, was das alles ist. Ja, Jodo Hitler, Sperma-Geist, das weiß doch jeder. Die eben genannten Sachen. Aber wenn ihr sehen wollt, was das für lustige Kreaturen waren, dann geht mal zu Part 2, glaube ich. Oder 3. 2 oder 3. Oder 8. Oder 9. Nein, das ist doch gerade erst. Ich bin, glaube ich, gerade Part 4 auf. Nein. Ich bin den Häcksler gekommen. Häcksler. Brutal. Der arme Mario. Nein, und jetzt wurde ich von der Schildkröte umgebracht. Der stirbt von einer Schildkröte so. Ja, Mario ist echt peinlich. Der stirbt von Geister, Schildkröten, Gumbats, was auch immer das sind. Gumbats. So. Und das ja alles nur um Peach oder Toadstool zu retten. Ich weiß gar nicht, ob so ein Super Mario World hat, glaube ich, gar keine Story. Ich glaube, du musst ja einfach irgendwie nur die Level machen. Reicht jetzt. Ich zieh jetzt eiskalt durch hier. Und schließe ich jetzt mal an, ne? Hast du ja noch nie. Guck mal, ob da gerade noch zuguckt, der gerade meine Anti-Skills bewundern kann. Nein, immer noch nur ja, ich guck zu. Hier. Oh, ich kann mich gar nicht runterrutschen. Das dachte ich jetzt. Nein! So, und darauf und da und Schildkröte. Nein, ich bin runtergefallen, nein. Das ist so derbs, echt. Das geht gar nicht. Was ist das da für ein Ausrufezeichen? Extremes Ausrufezeichen. Warum komme ich hier nicht hoch? Das ist unfair. Noch einmal und jetzt müssen wir hoch. Ah, ich hab's geschafft. Ja, und da geht jetzt wahrscheinlich, welches hier wahrscheinlich Ende vom Level. Mensch. Für immer. Oh, nee, jetzt ist jetzt erst die Hälfte. Hier ist jetzt erst die Safe State. Was für ein. Das ist irgendwie voll unfair. Aber gut, ich denke jetzt schon. Die wollen dich eben nicht gehen lassen, ne? Mal gucken, ob wir so. Oh, in dem Part noch schaffen, das Level. Ja, wenn nicht, daneben vorspulen. Am Häcksler vorbei. Nein. Ich dachte, da geht's hoch. Ich hab den Häcksler noch gar nicht gesehen. Fliegende Schrauben, die mir was anhaben wollen. Ich glaube, das ergibt Sinn. Na, hoch. Nein. What the hell? Mr. Kiwimich Anti-Skills versus KI Dummheit von Gumba. Wer wird gewinnen? Nein! Ach, wieder ganz unten. Mann. Natürlich die Gumbas. Die werden dafür ja bezahlt, die sind Profis da drin. Der Abschnitt ist so einfach und ich schaff den einfach nicht. Und es ist natürlich auch ganz toll, wenn man während einem Let's Plays immer angerufen wird oder angeschrieben wird. Ich tu mir leid, dann nerv ich dich eben nicht mehr. Skype, nein, ich meine gerade von Christian. Der da eben. Also, na, da warst du gar nicht dabei, Mist. So, jetzt. Tschara und. Naja, ich bin noch auf den Block raufgesprungen. Why the hell? Ich mach kurz den Cut, Leute. Weiter geht's! Warum bin ich jetzt Game Over gegangen? Achso, ich bin ja dagegen so ein Teil gesprungen. Du hast es doch gesehen, bin ich nicht hab ich nicht den Safe State mitgenommen? Merkwürdigerweise muss ich jetzt nochmal von vorne anfangen. Oh nein. Das Level mag dich eben so sehr. Generell das Spiel, glaube ich. Ja, das würde ich eben nicht gehen lassen.
Und ich mache noch mal kurz einen Cut. Ich? Ja. Hier. Ah, oh, Mario, komm. Das ist jetzt echt nicht so schwer. Nein, lass mal Let's Battle dann. Ey, von einem Spiel machen, das wir beide noch nicht gespielt haben. Ja, okay, auch Emulator-Spiel, ja, ne? Ja, ich suche mir dann irgendwas aus. Fangen okay, ich an. Auch. Dann. Wie wär's Duke Nukem Forever? Nee, Forever nicht, Duke Nukem. Meinetwegen. Also das habe ich irgendwie noch hier, ja. Du kannst ja auch aber einfach was Neues holen. Was Neues? Ja, ich bin Retro. Das ist ja bei den ROMs in der Regel nicht, bei ROMs ja in der Regel nicht das Problem, sich eine neue ROM zu besorgen. Von daher können wir uns einfach ein neues Spiel aussuchen. Ja klar, ich gucke eben mal. Ich hatte hier noch einen Link. Und ich habe jetzt genug von Level, ich lasse mir jetzt umbringen. Welchen Emulator hast du eigentlich? Für die Game Boy Color und GBA Spiele meinst du jetzt, ja? Ja. Dann nehme ich Visual Boy Advance. Hab ich auch. So Leute, ich gehe jetzt einfach weiter, weil dieses extra Level brauche ich echt. Ich wurde von einer Schildkröte gefressen. Hey, wir könnten doch Pokémon machen. Aber da kann man ja nicht, obwohl doch, aber. Ja, Pokémon ja. Wollte ich eigentlich noch Let's Play. Da könnten wir auch ein Let's Play together machen. Klar. Wie meinst du, dass ich zugucke? Ja, irgendwie so. Klar. Komm. Oh ja, na sicher. Ich gucke einfach mal, welche Spiele es hier gibt. Ja, gucken mal, wo guckst du denn? Mann. www.n-roms.de. Ach so, ja. Warte. Action Adventure, Fun-Spiele, Geschicklichkeit, Jump'n'Run, Kampfspiele, Rennspiele, Sportspiele, Strategie. Boah, Strategie auf keinen Fall. Ich hab nicht so mein Genre. Ich spiele nur die Total War-Reihe. Kenn ich auch. Das einzige, was ich von Strategie ja überhaupt spiele. Jump'n'Run, da ist so ein fetter Mario-Button drauf. Na gut, Leute, das war's von diesem Part mit Let's Play hier. Ihr wisst schon, Together Super Mario World 2. Wir machen heute auch mit dem Aufnehmen. Wir nehmen dann wahrscheinlich morgen, oder? Hast du morgen Zeit? Klar. Nehmen wir morgen, neue Parts auf und ja, irgendwann werden wir es auch durchkriegen. Wir müssen ja nicht alle extra Level machen und ja, jedenfalls werden wir uns jetzt ein Spiel zum Let's Play raussuchen. Vielleicht sollten wir noch anfangen. Ciao. Sag tschüss. Tschüss. Danke, Hundi. Tschüssi.